Hallihallo und weiter geht's mit Race Driver Grid. Letztes Mal haben wir das Open Wheel beendet. Ja, haben jetzt 179.000. Im Prinzip könnten wir jetzt alle Autos kaufen und so weiter. Ich fahre aber erstmal die restlichen beiden Rennen mit dem Ford Mustang. Also die wir erledigen können. Sprich das eine in Europa, das andere in Amerika. So. Das mache ich jetzt, denke ich mal, erstmal zu Ende. Und dann schauen wir mal, was da so noch kommt danach. Raven West. Die besten der besten momentan. Immer noch, denke ich. Werden wir ja am Ende der ersten Saison gesehen. Da können wir ja mal schauen dann, wer so erster Platz ist, etc. Oh Gott. Ich liebe ja solche Stadtkurse. Wow. Das ist ja mal hier so ein sehr krasser Unfall gewesen. Gut für mich, schlecht für Raven West. Raven West fährt auch mit demselben Auto wie ich, also macht das Fahrzeug doch was gut her. Ja, ich liege vorne. Das stimmt. Ja, zu meiner Seite halt einfach mal so, weil man jetzt einen totalen Unterschied zu den anderen Strecken sieht, die wir zum Beispiel bei dem Open Wheel hatten. Beim Open Wheel, solche Strecken mag ich viel lieber als solche Stadtparcours. Also Stadtparcours, ja, Stadtparcours, ja. Schon nicht mehr reden können, tun, ich kann. Ja, bestes Deutsch. Also Stadtparcours ist so, muss nicht sein. Ich fahre lieber auf extra Rennstrecken dafür und so weiter, weil Stadtparcours ist halt so, ja, unscheinbar. Muss man sich halt wirklich noch mehr darauf konzentrieren, wo man lang muss. Ich schaue auch teilweise hier jetzt immer total häufig auf die Karte, einfach zu wissen. Also auf die Karte und links einfach zu wissen. Also einfach damit ich weiß, wo ich lang muss. Um jetzt auch mal den Satz zu beenden. Und ja. Das ist halt bei Rennstrecken, die angelegt sind mit Grasfläche und so weiter, halt nicht so. Zusätzlich finde ich halt auch noch, dass wenn man in Wirklichkeit so ein Straßenrennen fahren sollte und mit Vollkaracho halt in so eine Stein- oder Betonwand reinbrettert und in so Metallplanken oder so, ja, ist mal schnell vorbei, ne? Und bei Dingens hast du halt, bei so einer Rennstrecke hast du halt Reifenstapel und auch noch so eine totale Auslauffläche, nenne ich es mal. Und ja, und da kommt auch schon der Raven West Fahrer, Rick Scott. Der will mir das Rennen hier streitig machen. Das ist nicht nett von ihm. Ja, aber das ist halt so meine Meinung dazu, weshalb ich nicht so auf Straßenparcours stehe. Also so Straßen. Ja, Straßenparcours, genau. Straßenparcours, Parcourse. Parcours. So schrecklich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, das ist halt so meine Meinung. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung reinschreiben. Wäre auch ganz cool zu wissen, wie ihr darüber denkt. Falls es euch denn überhaupt interessiert oder wenn ihr sagt, beides gut, dann klar. Kann beides auch richtig cool sein. Ich sag mal so, es ist halt definitiv anspruchsvoller, so ein Stadtparcours, als so ein normaler, als halt so eine normale Rennstrecke halt. Um einen Hasenengel gewonnen. Ich glaube, der hatte irgendwie ein Turbo oder so drin, ne? Entspricht das den Regeln, Rick Scott? Ja, der andere, Nathan McCain von Raven West, sieht man, ist auf dem siebten Platz.
Ja, das Rennen ist auch fertig. Ja, es ist Rick Scott eigentlich immer. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Fahrer. Und ich glaube auch, wenn man auf mit der höchsten Schwierigkeit spielt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schwer ist oder es noch was Höheres gibt, keine Ahnung. Extrem oder so. Dann ist der eigentlich immer erster Platz und auch nur sehr, 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 sehr schwer zu überholen. Also dann muss man wirklich, wirklich gut sein. Und ja. Tja. Jetzt bin ich auf Platz 3. Und da vorne. Ja, die beiden Raven West Fahrer. Ah! Okay, nicht zurückspulen, weiterfahren. Ich hasse diese Raven West Fahrer. Wo Raven West mitfährt, ist selbst auf Anfänger, ist richtig schwer, weil die ziehen halt. Guck mal, wie die abziehen. Die sind genau wie ich. Britt dann halt einfach übelst durch. Die zu überholen wird echt nicht leicht. Selbst auf normal, wo halt was anderes ist. Und darum finde ich das halt auch in Ordnung, dass ich normal spiele. Da kommt jetzt wieder das zur Geltung, was ich immer sage. Ja, mein Wagen ist zerbeult, ist nur halb so schlimm, das ist gut so. Aber Raven West würde ich trotzdem gerne. Ah, einholen irgendwie. Was aber echt nicht leicht ist. What? Das ist gemein. So, egal, ich bin Erster. Hinten Stoßstange ist ab, egal, ist eh nur Ballast. Gewichtsreduzierung. Alter, was ist denn das für eine... Ich bremse voll früh an der Stelle und trotzdem bremst er irgendwie nicht. Naja, wieder Rick Scott ist hinter mir. Nathan ist irgendwie, hat einen kleinen Unfall oder so gebaut. Nun ja. So. Ich gegen Rick Scott, okay. Das wird hart. Na. Nein. Ah. Oh, danke schön für den Anschubser, Rick. Holy shit. Und dahinter ist wieder Nathan McCain. Und das ist halt so. Oh Mann. Puh, puh, puh. Ich rede gerade nicht viel, weil ich mich relativ gut konzentriere. Einfach nur, dass ich dieses Rennen jetzt wirklich gewinne. Ich habe keinen Bock zu verlieren. So. Jawohl, ja. Läuft auf jeden Fall. So. Gut, da wir jetzt gleich schon die 10 Minuten durch haben, werde ich noch ein Fahrerangebot machen. Also wir schaffen immer so rund 3 Rennen. Das ist an sich ganz gut. Oh, ich hatte letztes Mal vergessen, die Sponsoren weiterzumachen. Egal. Haben wir. Läuft auf jeden Fall.
Ich kann direkt sagen, das mache ich nächstes Mal. Das dauert 6 Minuten, das Rennen. Das ist halt ein 24, oh, nee, gar nicht 6 Minuten, 12 Minuten. So, darum will ich es jetzt auf keinen Fall anfangen. Es ist halt ein 24-Stunden-Rennen, was in 12 Minuten ablaufen wird. Und auch mit Tag-Nacht-Zyklus und so weiter. Also geht halt eigentlich relativ schnell, aber wenn ich es jetzt anfange, bin ich hier bei 22 Minuten Aufnahme. Sprich, das hier ist eine relativ kleine Folge. Wir sind kurz vorm Ende der Saison. Das ist immer der Abschluss der Saison halt. Ich könnte die Le Mans jetzt auch überspringen, aber es gibt halt genügend Fahrerangebote hier. Könnten mit einem Panos fahren oder mit Porsche. Ich denke, ich werde mit Porsche fahren, aber welchen halt? C1-Fahrer in zweiter Position zum Beispiel oder so. Gucken wir einfach mal. Ja. Dann ist das jetzt halt so. Ja, wobei die erste Folge war auch nicht viel länger. Von daher sage ich einfach mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und sonst treffen wir uns in der nächsten Folge beim 24-Stunden-Rennen. Tschüss.